Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch meine Adventskalender-Unboxings. Und zwar haben wir heute den 8. Dezember. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, meine Kläppchen endlich auspacken zu dürfen wieder. Denn gestern haben wir ja 7 ausgepackt, heute packen wir zusammen 8 aus und morgen packen wir zusammen 9 aus und so weiter und so fort. Auch in diesem Video kannst du heute etwas von mir gewinnen. Also bleib auf jeden Fall dran und los geht's! Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich sehr von Herzen freuen. Hier oben verlinke ich dir noch meine ganzen Verlosungsvideos, wo du gerne dran teilnehmen darfst. Unten in der Infobox habe ich dir noch meine eBay-Seite verlinkt, denn da kannst du auch vorbeischauen, um zu gucken, was ich so bei eBay verkaufe. Vielleicht findet sich ja was Passendes für dich. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Unboxing. Ich mache mal heute zuerst mal Essens auf, wobei ich nicht weiß, ob ich schon mal Essens als erstes aufgemacht habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und zwar habe ich hier von Essens einen Habichelus-Glitzer drin. Das ist einfach so loser Glitzer in so einem Tübchen. Wofür man das so benutzen könnte, ich weiß nicht. Vielleicht findet sich ja irgendwie was Passendes. Dann habe ich hier meinen Catrice Adventskalender, Kläppchen. Hier habe ich heute einen Nagellack drin von Catrice in der Farbe 05 All, It's All About That Red. Das ist nämlich eine schöne rote Nagellackfarbe. Finde ich sehr, sehr cool, dass die heute drin ist. Als nächstes habe ich für euch vom Degustabox Adventskalender etwas. Und zwar habe ich hier von Rotkäppchen ein Sekt in Rosé trocken. Aber der ist mit Alkohol. So schaut er hier einmal aus. Ich finde den mega cool. Es ist so ein kleines, süßes Fläschchen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass sowas drin ist. So, als nächstes habe ich hier meine Glossybox-Päckchen. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Doch, das war von dem 2019 und das war von dem 2018, genau. Wir packen mal heute den von 2018 zuerst aus, weil der von 2018 ist ein bisschen schwieriger als der von 2019. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja, man sieht auch zum Beispiel hier bei den Unboxings auch den Vergleich zum letzten Jahr. Wir kommen jetzt zu meinen Glossybox-Kläppchen und ich finde es cool, dass ich den Kalender von 2019 habe und den Kalender von 2018. Denn so kann man das ein bisschen vergleichen, wie das vom letzten Jahr war. Zum Beispiel die Kläppchen, die sind gleich groß, aber irgendwie ungleich schwer. Also dieses ist schwieriger als dieses hier. Und man kann auch so ein bisschen vergleichen, ob vielleicht eventuell etwas Gleiches drin war. Genauso wie bei dem Brigitte Box Adventskalender. Da glaube ich nämlich, dass in irgendeinem Kläppchen das Gleiche drin ist. Ich glaube es aber nur. Ich bin mir nicht sicher. Wir fangen mal an mit dem Glossybox Adventskalender 2018 und gucken mal, was da drin ist. Okay, es ist etwas noch einmal in Papier verpackt. Okay, es ist von Michelle and Peach ein Feinradianz Face Öl, also ein Gesichtsöl ist das hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, das Flakon. Ob ich sowas mal benutzen werde, weiß ich nicht. Aber dass ich das erstmal behalte, um zu gucken, was das ist. Ja. So. Dann als nächstes das Glossybox Adventskalender-Kläppchen 2019. Wir haben hier von Skin & Co. Roma Truffle Therapy. Ein Polishing Micro Exfoliating Truffle Face Gommage. Made in Italy, 30 ml. Ist wahrscheinlich irgendein Gesichtsreinigungszeug hier so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es etwas fürs Gesicht. Und das Typchen schaut einmal so aus. Und das riecht auch sehr, sehr gut. So, und dann komme ich hier einmal zu den Brigitte Box Kläppchen. Das ist der von Classic, das ist der von Premium. Bei dem Classic steht Baby, it's cold outside. Und bei dem anderen steht, heute schläfst du extra lange aus.
Wir machen mal den auf, denn der ist richtig, richtig schwer und der ist ein bisschen leichter als dieser hier. Und wir gucken mal, was hier drin ist. Ui, ganze 3 Produkte sogar. Und zwar habe ich hier von Kneipp 3 verschiedene Badesalze. Ist ja voll cool, beziehungsweise Badekristalle. Hier haben wir einmal Warm Up, Sternanis und Marone. Dann habe ich hier Badekristalle von Kneipp All I Want for Christmas Is, süße Mandel und Rooibos. Und dann habe ich hier von Kneipp Badekristalle Frostbollenbad, Ingwer und Jutsu oder Izu. Aber diese ganzen Tiere, die sehen so, so, so süß aus. Ist richtig cool. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass die in ein so ein Päckchen ganze 3 Produkte reingepackt haben. Und dann gucken wir auch einmal, was in dem Premium-Adventskalender drin ist. Was ist das denn? Von Pure 97 ein Enzian- und Quellwasser-sanft-pflegendes Cremeöl mit Hitzeschutz für normales Haar. Ah ja, das ist also ein Hitzeschutz-Spray für normales Haar, aber mit pflegendem Cremeöl. So schaut es immer aus. Eigentlich ganz cool. Aber wonach riecht das? Oh, das riecht ja mega gut. Ulala. Cool. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Kläppchen geöffnet gehabt. Und jetzt kommen wir dazu, was du heute in meiner Verlosung gewinnen kannst. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Und zwar habe ich für dich ein kleines Pinselset vorbereitet, was du mittlerweile wahrscheinlich schon gesehen hast, aber ich habe halt überall verschiedene Größen reingetan. Ich habe hier einmal 5 Pinsel für dich. Hier einmal, ich weiß nicht, so für Lidschatten vielleicht gedacht, dann ein Fächerpinsel, ein Puder- oder Rougepinsel kann man natürlich benutzen und 2 weitere noch dazu. Die 5 habe ich dir in das Päckchen reingetan und als Highlight habe ich dir eine Boutique Highlighter Palette reingepackt. Das ist die Highlighter Palette FCE Light Beam. Das ist hier so eine Verpackung. Ihr kennt ja die Boutique Produkte. Ich kann euch das auch einmal noch von innen zeigen, dass es hier einmal diese Farben sind. Die finde ich sehr, sehr schön, die Farben. Und ja, das könnt ihr heute in meinem Video gewinnen. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch darüber. Und ja, alles, was ihr tun müsst, steht unten in der Infobox. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es ebenfalls sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr freuen. Hier oben verlinke ich dir noch meine Verlosungsvideos. Unten in der Infobox verlinke ich dir noch meine eBay-Seite. Da kannst du mal sehr, sehr gerne vorbeischauen. Dort habe ich nämlich Sachen reingestellt, die ich verkaufe und hoffe natürlich, dass diese irgendwann einen neuen Besitzer finden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!